Hier streame ich immer Roomtour. Ja, gehe ich rein. Da gehe ich aber rein. Also sag mir mit zweimal sagen, wenn ich mich einlege, gehe ich da rein. Ich habe schon wieder Angst, ne? Hallo und willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Oh, ich glaube, ich breche ab. Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich schaff's doch nicht. Ich gehe doch nicht rein. Oh, ich schaff's, glaube ich, doch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade ein bisschen... Ich bereue das gerade ein bisschen. Na gut, wir gehen trotzdem rein. Das hier ist mein Reich. Und stopp! Das Erste, was vielleicht einem auffällt, ist der Boden. Den habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht... Ihr habt den Boden sowieso noch nicht gesehen, aber... Laminat. Ich habe nämlich einen anderen Boden in meinem... Ich habe nämlich einen anderen Boden in meinem Raum. Ich würde ja gerne sagen, verlegt. Ich habe ihn nur... Oh mein Gott, are you fucking kidding me? No fucking way. No, don't you dare. Hingelegt und dann die Möbel drauf gemacht. Und ich muss sagen, es hält. Die hat den PVC-Boden da einfach auf... Einfach so... Es hält, was soll man dazu sagen? Also hier sind die magischen 9,83 Quadratmeter Streamingraum. Versuch nicht rauszuzeigen. Ein Roundblick. So viel zum Inneren. Also ich sage es jetzt schon mal im Vorfeld. Schaut nicht genau in die Ecken, denn ich habe keinen inneren Monk in mir. Und solche Sachen wie schiefe Regale. Und hier sind auch noch solche, da habe ich reingebohrt, aber da sind Kabel dahinter. Monk KW. Genauso wie hier. Monk KW. Genauso wie, ah nee, das ist ein Regal aus meiner Küche, das aber durch die Wand gekommen ist. Fangen wir mit der unspektakulärsten Seite an, die man auch nicht im Stream sieht. Und zwar ist das hier einfach nur voll mit Regalen, denn ich habe viele Sachen. Zum Beispiel Verpackungen, von denen ich mich nicht trennen kann. Hier weiß ich nicht, was da drin ist und ich will es auch gar nicht wissen. Was da drin? Ja, und dann sind da noch so, das hier habe ich mal von PUBG bekommen und noch mehr Verpackungen. Und da oben sind so Bastelsachen für... Ist das eine Durex-Werbung? Entschuldigung bitte, hast du gerade... Zum Beispiel solche Bilder. Die habe ich im Stream gemalt. Die hässlichen sind umgefallen. Ja, hier auf dem Regal sind nur so Sachen, die sich einfach angesammelt haben, wieder viel vom PUBG. Hier habe ich ein Baby-Yoda, aber hört er sich in der Serie so an? Ja. Weil es ging wie so ein Baby-Bohr an. Don't you fucking dare, don't touch Baby-Yoda. Ansonsten sind da einfach nur so, ja, so Figuren, Funko Pops, League of Legends, das ist so eine alte Kamera von mir. Und hier habe ich mir meine eigene Funko Pop gemacht. Also wenn ihr mal solche Streams sehen wollt, in der Info findet ihr alles, wo ihr mich finden könnt. Ja, und dann sind hier noch so Papiere, bisschen Pflanzen, bisschen Stifte. Hier sind alle meine Grußkarten, die es gibt. Alle, die es gibt, die ich habe. Basteln. Hier ist noch Ersatzteile für die Kamera. Schon ein bisschen Mädchenraum, muss ich sagen. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein bisschen Death Metal Flair, aber es ist halt irgendein Girly Room. Machen wir weiter mit dem Hintergrund, den man in meinem Stream immer sieht. Und zwar ist es diese Seite, mein Streaming-Hintergrund. Lichterketten. Das ist so mein Ding. Ja, also hier ist eigentlich nur so Quatsch drin. Das ist jetzt kaputt. Das ist nie so, das ist nur so. Eigentlich wirklich nur Quatsch, nur Müll. Sachen zum Reparieren. Was? Das ist hier drin. Und wenn ihr meins schon nicht kennt und aus welchen Gründen auch immer hier auf dieses Video gestoßen seid und ihr wissen wollt, warum ich das alles brauche, dann
müsst ihr halt mal reinschauen. Ich finde schön, dass man immer den Zoom hört von der Kamera. Ich habe diese Wand übrigens im Stream alleine tapeziert. Weil das brauche ich ja nicht zu sagen, wenn man sieht. Kommen wir zur wichtigsten Seite des Zimmers. Die Streaming-Seite. Lol, sie benutzt tatsächlich unironisch das Elgato Wave 3. Oder das Wave. Holy shit, what the fuck? Ja, einen zweiten Tisch. Auch mit einem weiteren PC. Theoretisch, wenn ein Freund kommen würde und man theoretisch zusammen was spielen wollen würde, könnte man es. Es wird niemals jemand kommen und mit mir spielen. Hast du am Wave auszusetzen? Ja, ist halt ein schönes Einstiegsmikrofon. Aber ich dachte, das ist der Mod-PC, ehrlich gesagt. Auch an diesem Tisch aus folgendem Grund. Und zwar, wenn ich einen Kreativstream mache, mach halt alles so runter und dann nehme ich den Tisch, stelle ihn vor diesen Tisch und dann brauche ich nicht mein ganzes Setup zu verstellen. Der Zuschauer sieht alles und ich kann so ein bisschen so malen und basteln. Für Geringverdiener? Nee, für Geringverdiener ist das nicht. Das kostet ja auch 150, 180. Für Geringverdiener wäre ein T-Bone-Mic für 40 oder 50 Euro. Aber das ist nicht für Geringverdiener. Das hier ist mein nicer PC von Hightech. Oh, Bruder, es sieht auch so aus. Sieht auch so aus. Oh Gott, geht. Ich brauche nochmal den Link zum Shop, der wirklich überhaupt nicht auffällt. Wo ich mal die ganzen Teile, die da drin verbaut sind, jetzt einfach hier irgendwo blende ich die jetzt irgendwo ein. Normalerweise wäre jetzt hier meine Kamera. Allerdings benutzen wir die gerade zum Film. Dann habe ich hier zum Beleuchten mein Licht von Elgato. Die besten Lichter auf dem Markt tatsächlich, Keylights. Besser kannst du nicht Streambeleuchtung machen oder allgemein Studiobeleuchtung, ist insane. Monitore 2, alles leuchtet schön. Kacke. Und eine Haarbürste. Und habe ich mir eigentlich nicht die Haare gekämmt vorher. Das hier ist ein Didgeridoo. Sieht doch sehr eklig aus. Hier ist so mein Stuhl, der ist auch überall angetatscht und angedaddelt. Kabelmanagement ist bei mir auch on point, denn es interessiert mich nicht. Ich benutze mein Stream Deck zum Streamen. Da kann man immer alles hier rauf drücken. Die Tastatur ist von Rocket, genau wie die Maus und das Mauspad. Naja. Das Headset ist von Logitech. Ja, also was soll ich sagen? Das war mein Zimmer. Also PC, naja, wenn es sein muss. Mein PC sagt eher so, aus dem Weg Geringverdiener. Da verstehe ich schon, da muss man sich eher an andere Sachen wenden. I see, hier ist das Video. Aber ist okay. Jeder wie er mag.